Kann ich mir was zu trinken? Kurz, die Zeit haben wir ja wohl noch, ne? Oh, ich habe noch. Ja, sagen wir mal so, eine Stunde hast du Zeit, dann ist das Gespräch beendet. Ja, siehst du. Das schaffe ich. Ja, ich mache mir jetzt eigentlich eine Apfelschorle. Sagen wir es mal so. Ich mix mir die lieber selber, weil ich hatte das. Ich hatte das. Ja, natürlich. Ich hatte das doch irgendwann mal erwähnt gehabt. Weil die Sache ist, Apfelsaft, den du kaufst, der ist immer süß. Und je nachdem kannst du dann, wenn du die Apfelschorle selber mixt, erstmal ist es günstiger, deutlich. Und zweitens kannst du die Süße von deiner Apfelschorle selbst. Weil ansonsten hast du immer so das. Warum ist denn hier Dreck? Dann mach ich mal eben sauber. Also sonst hast du immer das Problem, den Apfelsaft, ach, die Apfelschorle, die du kaufst, zum Beispiel. Also die vom Penny zum Beispiel ist mir zu sauer, die mach ich nicht. Also ich habe ja hier Spektakel von Aro, aber die sieht man ja auch nur bei den Lieferdiensten. Ja. Oder bei den Lieferdiensten, die von uns. Die ist sehr süß und ich mag es ganz sehr süß bei sowas. Ja, eben. Und wenn ich sage auch, die Scheiße, die du beim Penny kriegst, die ist. Boah, die ist sauer, dann mach ich nicht. Ja, weil es 10-mal günstiger ist. So. Das tue ich dann gleich mal zur Seite. Muss mir gleich angucken. Das war doch ein guter Apfelsaft gewesen. Das war doch ein guter. Meiner? Nein, nein, der Kneipe. Ja, gut, in der Kneipe, da nehmen die meist. Die so, jetzt habe ich es auch mal endgültig hinter mir. Ja? Ich hab hier eine Verpackung. Oh, es wird ein Unboxing. Ein spannendes Unboxing gleich zum Anfang des Videos. Danach könnt ihr abschalten. Hier steht zum Beispiel wieder meine Adresse. Das muss ich jetzt hier nicht an. In meiner Rechnung. So, und hier haben wir etwas Feines. Oh, jetzt bin ich auch mal gespannt, was kommt hier denn. Ah. Oh, Mann, die Schrift ist doch noch mal größer, als ich dachte. So, und ich will zum Mal gucken. So. Und jetzt seht ihr euch das an. Und nicht, dass das reicht. Wir haben noch eine Rückseite. Ah, ist das herrlich. Oh ja, das ist was. Damit gehen wir gleich mal einkaufen. Bin ich mal auf die Reaktion der Menschen gespannt. Muss sowieso erst einmal in die Wäsche wollen. Man kennt das, wenn man T-Shirt neu hat oder so, die stinkt noch nach Chemie, muss andere Wäsche werden. So, was wollen wir? Ja, einmal trocken machen. So, das Glas würde ich ungern runterwerfen. So. Und ich wollte was machen, weil ich habe gestern günstig Bootmedaillons gekauft und ja, kann auch drin. Und wollte die fertig machen. Gucke, ich habe hier noch geguckt, ich habe hier noch Speckwürfel. Ja, sag mal, verkauf mal später noch weg. Ich habe hier noch Speckwürfel. Ja, dann aber von unserem Rouladen machen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zwiebel. Und dann braten wir die ganz einfach, wirklich ganz einfach in der Pfanne, ordentlich durchbraten, Röststoffe dran. Dazu aber Zwiebel und Speck mit rein. Gibt dann noch so eine. Hi! Gibt noch so einen gewissen Geschmack. Machen dann noch ein bisschen Gemüsebrühe dran. Ja, dann schön mit den Speckwürfeln etc., damit dann alles noch ein bisschen stimmig wird. Als eine Art kleines Süßchen würde ich sagen. Das schmeckt auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Müssen wir gerade überlegen. Wie wir das am besten machen, dann müssen wir eben noch ein bisschen Zwiebelchen schneiden. Ja, und? Einmal ein bisschen Zwiebel? Ganz feines. Ah, nein, Zwiebel. Ach, was ist das denn? Nur auf Latte, nur dreckig, du. Ja, siehst du, geht so. Ah, den Stress hier, du. Ach ja. Er wurde wieder besonders zittergefüllt. Voll schon riesig. Ah. Zwiebel war noch von außen dreckig. Ich habe schon Sorgen gemacht,
Er wird in Arsch. Ja. Ich habe das ja beim Pennymarkt schon erlebt. Sag mal, letztens war es ja, dass wir den Käse, habe ich den Käse gekauft für den nächsten, also ich habe den Käse gekauft für den nächsten Morgen. Wirklich den Tag darauf, den Morgen. Will ich mir ein Brot mit Käse machen, den ganzen Käse blau und grün. Ja wirklich, da waren eine Menge Schimmel war da drauf. Also das muss ja richtig übel gewütet haben, eigentlich, über Nacht. Upsi, was du denn? Aber das muss ganz übel gewütet haben. Verstanden habe ich es nicht, weil wie gesagt, war nichts dran. War ja frisch gekauft, war ja noch 2 Wochen haltbar. Deswegen habe ich das nicht verstanden. Ich verstehe das hier gerade wieder nicht mit der Treiber-Einbindung. Index 1, 2, ja. Nee, gar nicht. Platt hätten wir gar nicht da. Die Zwiebeln machen wir aber die später ran. Ja, ich glaube, die Zwiebeln machen wir ein Tick später, ne? Erstmal das Fleisch. Also, Platte hatten wir auch gut. Aber wenn wir Speck haben, und ich schwöre dir, auch genug Wasser in dem billigen Fleisch, wenn wir da hingehen. Oh, die Zittergriffe sind schlimm heute Morgen. Alter, ey. Hat noch ein paar Tage Ruhe. Lecker. Oh, das ist auch schön. Ja. So. Meine Fresse. Eine blöde Sehne, ne? Antihaft. Du hast es heute nicht so weit weggehen, ne? Das ist trotzdem was da, wenn ich immer sehe, wenn es so anstehen. Ja, das ist die Chance. Ja, was ist denn jetzt hier? Scheiß warm ist es. Ist es bei dir schon so warm? Ja, aber hier scheint die Sonne. Ja, hier doch auch. Ja, aber hier scheint im Moment prall aufs Fenster drauf. Das ist ja, das ist... Och, wow. 2-3 Grad kälter als hier drin, also. Wir haben schon 26 Grad. Wahnsinn, ey. Ja. Scheiße, mein Gehirn. Ich muss mich wieder rasieren, ey. Alter Scheiße. Ja, es kommt. Wir müssen ja noch einen Ticken Brühe anrühren. Schatz, kann auch Ausgangsfenster aufmachen. Macht die kein Flieger eigentlich hier, Alter. Ich muss dir was sagen. Anti-Hass! Ich halte mich für bescheuert. So, mal kurz ein bisschen lockern. Ja, guck. Boah, nee, ich muss doch an. Erfrischt. So, können wir uns hier einfach mal die Zwiebel reinknallen hier? Jawohl, immer genug Zwiebel rein tun. Ganz wichtig. Aber erstmal wollen wir auch noch Rüststoffe an das Fleisch reinknallen. Deswegen lassen wir es jetzt auch ein paar Minuten anständig liegen und friemeln da nicht alle 20 Sekunden rum. Sollen wir ja auch mal ab und zu machen. So. Können wir unsere. Oh Gott, ich hasse solche Packungen. Ey. Ranz. Oh. Na und? Riecht's? Ja. Steckbüffel los. Ja. So, Spektrum bei uns verteilen, dass ja noch nicht viel drankommt. Machen wir gleich.
viele Leute, so und so. Boah, meine Fresse. Hallo, Hundi. Hat den Leuten gar nicht gesagt, was ich koche? So sieht man doch. Die machen Bote, Bacon, Zwiebel, ne? Machen wir. Das sind ja eigentlich ist es so, wenn ihr jetzt, so wie ich kaufe ja so gut wie die Milch oder Sahne. Wenn ich Milch habe, ist das nicht Zufall. Meist. Wenn ihr was Einfaches machen willst, was trotzdem lecker sein soll. Zwiebeln und Speck passt mehr oder weniger zu allem. Nimmst du hier so eine billig gekaufte Puppenmedaillons. Ja, ein klein bisschen müssen wir noch. Rühren wir uns gerne noch einen Ticken von Minutenbrühe an. Die kommt damit zu, da geht der Speckgeschmack jetzt da mit rein. Passt dazu dein Kuchenfleisch. Und das schmeckt. Kannst du sicher sein. Wenn ich deine Minutenbrühe finde. Wo wollen wir Glas? Nur das meine ich schicke, dann soll ich weiter. Wie brauchen wir denn da? Ist so ein Reststoff, den wir abkriegen. Ne? Noch eine Länge oder was? Ah, Leute. Da muss ich tatsächlich in den neuen Keller. So. Ja, geht. Noch kurz warten, ich will noch Rückstoffe haben. Ja, das geht jetzt. Können wir mal gucken, dass wir das andere jetzt hier alles mal machen, reinkloppen. Ja, riecht gleich viel besser. Wird auch dampfig hier. Wollen ja auch, dass unsere Speckwürfel und Zwiebeln und so ordentlich nach den Augen wollen. Jetzt erst. Ja. Das ist halt viel, ne? Dann lassen wir mal wieder ein bisschen ruhen hier. Ja, ich muss Brühe trinken für eine Apfelschorle. Ach, kann auch mal reinstellen, ne? Gerade man sagen, außer der Britzel da hier jetzt ein bisschen von mir. Ja. Auch ein paar Minuten. Ja, Fleisch nachher am Schicht nicht haben. Ja. Dann wollen wir Dinge austauschen. Nach dem Essen nehmen wir uns dann neuen. Ja, bitte. Nach dem Essen nehmen wir uns dann aber neun. Ah, so ist das was. Von hier. Erstmal ein bisschen in aller Ruhe. Ach, der Bad ist echt ein Problem.
Meine Güte. Ja. Dann klappt alles soweit. Fleisch muss jetzt natürlich noch, durchziehen, weiß man ja. Da. Muss jetzt noch durchziehen, das heißt, wir geben natürlich von unserer Bude noch was dazu. Nur dass uns hier nicht an, nichts anbrennen. Also Scheinerei. Dass hier nichts anbrennen kann. Dann macht man es ganz einfach. Ja. Ganz einfach, Platte runterdehnen, runterlehnen, Regelruf. Man sieht ja eine Uhr, dass das später ist. Irgendwie stelle ich die mal vor. Boah, das sieht schon nicht lecker aus. Also, Fleisch sieht soweit. Ja, ist durch. Ja. Ja. Da haben wir ein bisschen Butter, ein bisschen Speck, ein bisschen Zwiebel. Dann machen wir uns jetzt schnell auf den Teller. Und muss man hier. Boah, ich will meine Zitterkaffee mehr. Kotzen. Ja, machen wir das mal ein bisschen. Ja, ich habe immer noch keine. Das sieht ja ein bisschen doof aus. Ich will die Platte ausmachen. Wir müssen uns hier noch ein bisschen Speck und Zwiebeln nehmen, sonst sieht das so ein bisschen verloren aus hier. Wäre ehrlich gesagt noch gut gewesen, hätte ich irgendwas zum Dabeipacken gehabt. Scheiße. Sehe ich gerade. Fällt mir aber gerade so im Augenwinkel fällt mir auf, das könnte besser aussehen. Ja, zum Beispiel. Ja, oder ja, Nudeln jetzt glaube ich eher nicht so. Aber Reis zum Beispiel, ja. Boah, das hat mir frickelt eigentlich. Ein bisschen rustikaler, Marc. Ja, ist jetzt blöd gelaufen. Boah. Ja. Scheiße. Scheiße! Ja. Ah! Ihr habt ja noch Zucchini. Jetzt macht das nicht mal unser Lähnchen dabei. Dann machen wir ein bisschen Zucchini hier. Dann macht ihr da dran. Du kannst dir ja fast so eine Art Zucchini-Sahnesalat machen. So wie Gurken-Sahnesalat. So ein Sahne-Scheiß nicht, ja. Machen wir noch ein bisschen was Gutes auf dem Teller, sonst sieht das echt ein bisschen verloren aus, ja. So, machen wir jetzt mal dran. Ja, ich mach mal jetzt wieder durch. Das läuft heute wieder, ey. Ehrlich. Hau ab! Fruchtfliegen. Hier. Wunderschön. Ja, aber. So. Ein wunderschönes Essen. So. Dann essen wir. Getränk und Polygabel. Ja. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.